Unsere heutige Interviewpartnerin ist mehrfache Meisterin im Bodybuilding und sogar Weltmeisterin im Fitness-Aerobic. Aber das wird heute nur ganz am Rande unser Thema sein. Vielmehr wird es vor allem spannend sein, von ihr zu erfahren, wie es ist für einen körperbewussten Menschen, wenn dieser Körper nicht mehr zu funktionieren droht und ob ihr die Erfahrungen im Leistungssport letztendlich im Umgang mit ihrer Krebserkrankung geholfen haben oder ob sie neue Wege für den Umgang mit dieser Krankheit finden musste. Heute ist sie Autorin des Buchs »Einmal Chemo mit Esprit bitte«. Sie ist erfolgreiche Fitnessunternehmerin, Vortragsrednerin und Seminarveranstalterin. Freuen Sie sich auf ein interessantes und spannendes persönliches Interview mit Diana Grünberg. Bis gleich. Herzlich willkommen, Diana Grünberg. Diana, wie geht's dir heute? Danke, mir geht's sehr gut. Die Sonne scheint, ich fühle mich wohl und ich freue mich jetzt ganz besonders mit dir, Gerd, dieses Interview zu führen. Sehr schön. Für alle Menschen, die dich noch nicht kennen, stell dich doch bitte selbst kurz vor. Ja, also wie der Gerd schon gesagt hat, mein Name ist Diana Grünberg. Ich war und bin auch noch Weltmeisterin im Fitness Aerobic. Das war 1999. Mein ganzes Leben bestand eigentlich schon aus Sport. Ich bin Fitnessfachwirtin. Ich unterrichte oder habe besser gesagt Gesundheitskurse unterrichtet und arbeite im betrieblichen Gesundheitsmanagement und habe da auch mein eigenes Unternehmen gegründet, das ich jetzt auch noch zu meinem Buch mit bedienen darf. Sehr schön. Du hast es jetzt gerade selbst erwähnt, ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, Fitness und Sport hat eine große Bedeutung in deinem Leben nach wie vor. War das von Anfang an dein Weg oder hat sich das so ergeben? Gab es einen speziellen Anlass, wo du zum Bodybuilding und in den Fitnessbereich kamst? Ja, also wie gesagt, Sport hat mich wirklich mein ganzes Leben schon begleitet, auch als ich klein war. Mein größter Wunsch war, ins Skigymnasium zu gehen, um dort vielleicht mal eine Karriere als Skifahrerin zu machen. Das hat sich dann leider nicht ergeben. Und so bin ich über den Kampfsport, dann über die Verletzung zum Fitness-Bodybuilding gekommen und mich hat dann auch jemand angesprochen, weil ich gut austrainierte Muskulatur hatte, ob ich denn nicht Lust hätte, da Meisterschaften mitzumachen. Und so begann meine Karriere in dem Bereich Bodybuilding und dann hin zum Fitness-Aerobic. Genau, kann sich ja durchaus sehen lassen. Du warst sehr erfolgreich, mehrfache Meisterin im Bodybuilding, Weltmeisterin 1999 im Fitness Aerobic, danach Unternehmerin im Fitnessbereich. Welche Art Unternehmen betreibst du dort? Ich hatte schon ein eigenes Fitnessstudio. Das war so, ich weiß es gar nicht mehr, 1994, 1995 und habe mich dann weiter belehrt, habe eben mein Fitnessfachwirt noch gemacht, bin dann über meine Ausbildungen, die ich gegeben habe für Instruktoren, angesprochen worden, ob ich nicht für die Betriebe etwas machen möchte und so bin ich dann in das betriebliche Gesundheitsmanagement geraten, habe dann aufgrund von Gedanken, die ich da hatte, so ja, in die Gesundheitskurse kommen eh nur die, die sowieso schon was tun für die Gesundheit und ich möchte doch gerne an die Menschen rankommen, die da noch nicht so weit sind, die vielleicht noch einen Anschubser brauchen. Und so habe ich ein Konzept entwickelt, es nennt sich Work for Fitness und das biete ich den Unternehmen eben an. Okay, machst du in den Betrieben dann praktisch diese Kurse? Absolut. Also alles, was ich tue, ist direkt im Betrieb. Immer. Okay. Das ist nicht außerhalb. Gut. 2015 kam dann die Diagnose Brustkrebs im weit fortgeschrittenen Bereich. Das ist für jeden Menschen schon mal ein Schock, aber trifft es einen noch härter, wenn ein funktionierender Körper, wenn ich das mal so sagen darf, bisher ein wichtiger Teil des beruflichen und privaten Lebens war? Ja, auf der einen Seite ja, wobei ich sagen muss, dass jetzt die Diagnose selbst, also da hatte ich mich ja körperlich jetzt nicht schlecht gefühlt.
Also das war ja das eine. Zum anderen war es so, dass ich schon ein halbes Jahr vorher mit mir selbst gerungen habe, dass ich diese Kurse, die ich doch so lange unterrichtet habe, gar nicht mehr so reinen Herzens gegeben habe und ich schon tendenziell eher da das Ganze beenden wollte mit diesem Unterrichten. Und da kam mir diese Diagnose, ja, auch wenn es die Leute mir nicht glauben wollen, wirklich passend, um zu sagen, um den Menschen zu sagen, du, ich mache jetzt keine Kurse mehr. Vor allen Dingen, die Menschen waren so fixiert auch auf mich, auf das, was ich ihnen gebe. Und da fällt es dann sowieso immer schwer zu sagen, ich mache jetzt keine Kurse mehr. Und das war jetzt für mich so ein Anlass zu sagen, jetzt ist Stopp, jetzt ist gut. Und das war für mich ein Schritt auch raus, aus diesem Geschehen, aus diesem alltäglichen Geschehen, was viele von uns trifft. Ja, eigentlich, ja, dass wir irgendwas weitermachen, obwohl wir das gar nicht mehr machen wollen, nur aufgrund eben den anderen gerecht zu werden, geliebt zu werden, Wertschätzung zu haben, Erfolg zu haben. Und so war ich auch in dieser Schleife gefangen. Und das war dann eben für mich so ein Punkt, wo ich dann sagen konnte, jetzt ist gut und jetzt ziehe ich mich da zurück. Okay. Du schreibst dann auf deiner Website auch, ich entschloss mich, das Bild eines krebskranken Menschen zu revolutionieren. Das klingt nach einem sehr selbstbewussten Umgang mit der Krankheit, wie du es gerade jetzt auch geschildert hast. Aber war dieser Entschluss tatsächlich gleich da oder brauchtest du trotz allem einige Zeit, um dich mit dieser neuen Situation auseinanderzusetzen? Naja, also zu Beginn ist es, denke ich mal, ich bin ja jetzt auch genauso ein Mensch wie jeder andere, ist erstmal dieser Schock da. Also es war diese Todesangst da und aufgrund von der Hilfe, die ich von meiner Freundin bekam über diese Klangschalentherapie, ging es wirklich sehr rasch, dass ich wieder in mein eigenes Vertrauen kam. Also über diese Meditationen, dieses Inneschau halten. Und ja, das hat mich dann auch dazu bewegt, diesen Satz, das zu revolutionieren, dieses Bild, weil ich dem dann nicht entsprach. Also ich war nicht in diesem Drama, wie es dann oft verlangt wird von außen. Also ich habe dann Menschen getroffen, die dann zu mir gesagt haben, oh, du siehst aber gut aus. Ja, was soll ich, da habe ich dann gesagt, ja, wie soll ich denn aussehen, deiner Meinung nach? Ja, todkrank oder abgemagert oder ich weiß nicht, wie soll ich jetzt immer zu weinen? Also das war so dieses, wo ich dann gemerkt habe, ich entspreche nicht diesem Bild, das die Menschen im Außen dann haben, dass sie damit in Verbindung setzen. Und das war für mich so auch dieses, ja, und jetzt wird es Zeit, dass wir dieses Bild ändern, dass wir aus diesem Drama rausgehen. Und das ist auch meine Botschaft, Mut zu machen, in die Selbstermächtigung zu gehen, weil jeder trägt das in sich, jeder. Das ist ja oft so eine Erwartungshaltung im Außen, oder hast du diese Erfahrung gemacht, dass diese Erwartungshaltung gibt, dass man dann auch das leidende Opfer ist oder so erscheint? Ja, das habe ich, ja, das habe ich natürlich gemacht. Also so, ja, und das wird schon wieder. Und jetzt musst du aber kämpfen. Und also diese Floskeln, die die Menschen benutzen, aber verständlicherweise auch, weil ja auch eine gewisse Hemmschwelle da ist. Also wie Klar. gehen wir mit jemandem um, der an Krebs oder vielleicht an irgendeiner anderen unheilbaren Krankheit erkrankt ist? Ja, spiegelt uns ja selbst die Vergänglichkeit, die wir ja in uns tragen. Und das macht natürlich schon Angst, dann mit Menschen da in Kontakt zu gehen. Und das war für mich dann schon innerlich dann teilweise ein bisschen so, hat ein bisschen in mir gebrodelt, wenn jemand dann kam mit so einer Floskel. Aber auch verständlicherweise der Hintergrund, ja, warum Klar. gehen wir mit Menschen so um? Ist ja auch ein gewisses Stück weit immer Unsicherheit, weil man auch nicht weiß, wie man mit der Situation oder mit so einem Menschen umgehen soll und will nichts Falsches sagen, ne? Genau. Einfach ehrlich sein, das ist das Beste. Ja, zu sagen, ey, das ist echt scheiße, ich fühle mit dir. Na, was kann ich für dich tun? Ich bin da, das ist alles. Na, und nicht so dieses wird schon wieder und kämpfen. Und das sind diese Sachen, wo er noch mehr ja, in einen brodeln lässt. Und man sagt, ja, ich weiß doch gar nicht, was in mir vor sich geht, so ungefähr. Ja.
Okay, die Annahme ist ja immer naheliegend, dass du deine Erfahrungen und Fähigkeiten aus dem Leistungssport, dass du darauf zurückgreifen konntest im Umgang mit der Krankheit, gerade wenn es um Selbstüberwindung, Disziplin, Kampfgeist etc. geht. Aber hat dir das tatsächlich weitergeholfen, beziehungsweise war das ein entscheidender Faktor auf deinem Weg? Also ich denke schon, dass diese Konsequenz und diese Disziplin, die ich in mir trage, dass die mir schon geholfen hat. Gerade was es auch heißt, als ich dann meine Ernährung umgestellt habe, eben auf basische Kost, dass ich das wirklich rigoros gemacht habe. Oder dass ich ja auch diesen Weg mit diesem in diese spirituelle Welt gegangen bin, dass ich das beibehalten habe, dass ich konsequent jeden Tag das getan habe oder dass ich konsequent jeden Tag an die frische Luft gehe und meine Übungen da mache, auch wenn es mir vielleicht mal nicht so gut geht. Also ich glaube schon, dass das einen Teil dazu beigetragen hat, aber auch dieser Teil steckt in jedem Menschen von uns. Ich habe natürlich über die Jahre, über diese ganzen Meisterschaften, habe ich da schon mehr Ehrgeiz entwickelt vielleicht als jemand anderer. Und auch dieses positive Denken, das ich schon immer hatte, das hat mir schon Kraft und Zuversicht gegeben. Also, Trotzdem glaube ich, dass das jeder in sich trägt und wir haben ja die Möglichkeit, eben auf Hilfe zurückzugreifen mit Menschen, die da ein bisschen unterstützen können. Es liegt einfach nur an jedem Einzelnen. Bleibe ich in der Konsequenz, gehe ich diesen Weg und halte den auch bei. ich denke schon, dass ein großer Teil diese Einstellung mit dazu beitragen kann. Es ist keine Garantie, dass es klappt oder dass es gut wird dadurch. Aber ich sag mal, es zeigt, wenn ich jetzt deinen Lebenslauf, deinen sportlichen Lebenslauf und so weiter, deinen unternehmerischen anschaue, dann hast du diese Eigenschaft ja schon öfter an den Tag gelegt, wenn du was anfängst, dann auch zum Erfolg zu führen oder dann auch entsprechend fokussiert, diese Ziele zu verfolgen. Ist das richtig? Also ist der Eindruck richtig? Also, warum ich jetzt zum Beispiel immer wieder diesen Drang nach Erfolg habe, das ist natürlich ein anderer Gesichtspunkt. Also, warum will man den Erfolg haben? Ja, immer wieder. Und warum möchte man an der Spitze sein? Also, da steckt schon was anderes dahinter, was ich ja auch festgestellt habe. Also, immer wieder dieser Drang nach Wertschätzung, nach Anerkennung, nach Liebe. Also, sonst würde. Also meiner Meinung, ich spreche immer aus meiner Erfahrung, also es ist nicht eins zu eins auf andere zu übertragen, sondern ich glaube, alle Profisportler, die wirklich bis an Rand der Erschöpfung gehen, haben diesen Drang eben, was dahinter steckt, Wertschätzung, geliebt zu sein, weil es kostet schon viel an Zeit, an Verzicht konsequent, um das zu erreichen. Und wenn mich jetzt jemand fragt, ja, hat es dir Spaß gemacht, hat es dir Freude gemacht? Also das Gewinnen ist schon schön. Ja, Erfolg zu haben ist schön. Nur was dahinter steckt, also da kann ich jetzt nicht immer sagen, yeah, da habe ich dafür gebrannt, dass ich da früh und abends trainiert habe. Das war halt einfach Mittel zum Zweck. Ja, Das war der aber Preis auch ein das Stück war, weit, ja, das war der Preis. ne? Und also eigentlich, wenn ich jetzt das anschaue, wirklicher Erfolg, ich meine, das habe ich ja jetzt durch diesen Weg, den ich gegangen bin, durch diese Reise mit dieser Chemo und dem Krebs und alles, ist diese Hingabe ins Leben selbst. Da geht es dann gar nicht mehr darum, irgendwas zu erreichen, sondern einfach nur dieses Jetzt anzunehmen, wie es ist. Und das habe ich aber jetzt erst erkannt. Ja, und deswegen. Das wäre fast schon ein schönes Schlusswort, aber lass uns noch ein bisschen auf dem Weg bleiben. Du hast schon angedeutet, bist relativ ganzheitlich an diese Sache rangegangen, an die Bekämpfung der Krankheit. Und du warst jemand, der vorher die Schulmedizin eher abgelehnt hat. Was hat dich bewogen, diese Meinung zu ändern? Also ich war schon spirituell unterwegs, habe mich mit vielen Sachen schon beschäftigt. Und in dieser Szene wird ja viel gegen die Schulmedizin geschossen, das heißt gegen Chemo, gegen sämtliche Medikamente, zu Recht, zu Unrecht. Also das kann jeder selbst entscheiden, um Gottes Willen.
Und so war es für mich eigentlich nie denkbar, dass ich überhaupt so einen Weg gehen würde. Doch als ich dann diese Diagnose erhalten habe, musste ich mir selber eingestehen, dass ich noch nicht so weit war, ganz und gar in meine Selbstheilungskräfte zu vertrauen. Und ich saß wirklich da und habe mir gedacht, okay, Diana, jetzt kannst du weiter umsingen oder du nimmst diese Unterstützung, diese Hilfe an und springst über den Schatten. Ja, also all das, was ich ja vorher gesagt habe, das ist ungefähr scheiße, hatte ich jetzt die Möglichkeit, okay, ich springe über den Schatten und mache das ganz einfach. Ich ziehe das durch, weil ich wusste, dass ich was für meinen Verstand auch brauchte. Also es war wirklich so eine Beruhigung. Es ist was hier als Unterstützung. Es war für mich von vornherein klar, dass es hier nicht um Heilung geht, wenn ich jetzt diesen schulmedizinischen Weg gehe, sondern es war so dieses erstmal aufgefangen werden. Ja, da ist was. Es gibt was, das mich in diesem Moment einfach unterstützt und begleitet. Es ist auch ein Stück weit so das Gefühl, alles, was möglich ist, auch getan zu haben oder zu tun? Ja, also ich hab mir darüber keine Gedanken weitergemacht. Ich habe das, was da war, jetzt, ich habe das einfach genommen in diesem Moment. Und in dem Moment, als ich dann mich dazu entschlossen habe, wirklich dieses Ja dazu zu sagen, ja, ich habe, da gab es keine Alternative jetzt dann erstmal. Es war da in diesem Moment. Und okay. Dann kam eben noch die Möglichkeit mit Cornelia, mit den Klangschalen. Okay. Du hast ja dann deinen eigenen Weg komponiert aus den vielen Zutaten, die möglich sind. Erzähl uns doch, was an Maßnahmen eben noch dazu kam. Genau, also wie gesagt, es kam die Cornelia, meine Freundin, die mich mit den Klangschalen und mit Meditation jeden Tag begleitet hat, die auch mitgegangen ist bei den Chemositzungen, damit wir da, solange diese Gabe war, in die Meditation gehen, damit ich das mit einem guten Gefühl aufnehmen kann. Und dann eben die Umsetzung der Ernährung, Umstellung auf basische Kost, weil ich davon ja auch wusste, dass in einem basischen Körper keine Krankheit überleben kann, nicht einmal Krebs. Ich bin sehr viel in den Wald gegangen. Ich habe mir meine Übungen weiterhin aufrechterhalten aus dem Yoga, in die Atmung. Und dann hat eine Freundin mich noch angeschrieben, die hat davon erfahren, dass ich da eben an Krebs erkrankt gewesen war, dass sie diese Vitalpilze hat und die gute Erfahrungen damit gemacht hat und die mir da ein paar angeboten hat. Die habe ich dann auch genommen. Aber alles muss ich dazu sagen, ohne irgendeine Erwartung. Also es kam zu mir und ich habe diese Sachen benutzt als Helferlein, aber nicht mit dem Gedanken, wenn ich das jetzt mache, werde ich gesund. Ich habe mir von Anfang an, als ich die Diagnose erhalten habe, mir untersagt, zu googeln, mich zu belesen oder sonst mit Menschen groß darüber zu reden, weil ich mich distanzieren wollte von all den Meinungen und für und wider und was es da alles gibt, damit ich ganz wirklich bei mir bleibe und mich da nicht so sehr beeinflussen lasse. Und das waren diese Sachen, die zu mir kamen und als Gesamtpaket hat es mich ins Heilsein gebracht. Gut, das ist die Hauptsache natürlich. Aber gibt es in dieser Mixtur, wenn du es jetzt im Rückspiegel betrachtest, eine Hierarchie? Oder laufen für dich diese Themen Schulmedizin, Naturheilkunde, Ernährung, Spiritualität gleichberechtigt nebeneinander her? Also für mich, ich spreche immer wieder für mich. Ganz nur für dich sprechen, ja. Genau, was ich festgestellt habe, wenn ich mit mir selbst heil bin, dann kann auch der, also wenn ich selbst mit mir in meiner Seele, wenn man es jetzt so nennen darf, heil bin, dann kann auch der Körper gesunden. Und das ist für mich schon so was, was an oberster Stelle steht. Denn ich kann noch so viel unternehmen, noch so viel Chemos machen, noch so viel Medikamente, noch so viele Pilze, noch so viel Ernährung umstellen. Wenn ich mit mir nicht im Einklang bin, wenn ich nicht in diese Authentizität komme, die ich wirklich bin, dann kann auch der Körper nicht gesund werden. Das zeigt uns ja nur in dem Moment, wo wir stehen.
Und das durfte ich halt alles erfahren in dieser Zeit. Also auch in diesem Bezug zur Selbstliebe zum Beispiel. Das war so ein wichtiger Erleuchtungspunkt für mich. Ich habe immer gedacht, oh, ich mache doch alles, was mir gefällt und ich liebe mich doch und es macht mir doch Spaß. Und viel schon gelesen über Selbstliebe in diesen ganzen spirituellen Büchern. Und als ich diesen einen Tag durch den Wald gelaufen bin, dieses Erlebnis, in diesem Einssein zu sein, wo die Sonnenstrahlen durch die Bäume so fließen und die Vögel am Himmel flogen und plötzlich war ich dieser Moment, ich selbst war genau dieser Moment. Ich war der Baum, ich war der Vogel, ich war die Spinne am Boden. Ich war alles in diesem Moment jetzt und ich kann dieses Gefühl mit meinen Worten auch gar nicht beschreiben. Also da reichen unsere Worte gar nicht aus. Es war so überwältigend, dieses Gefühl, dass ich einfach nur dem Leben Danke sagen musste für diese Erfahrung, nur für diesen einen Augenblick. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich mich regelrecht selbst in mich verliebt. Und in diesem Selbstverliebtsein haben sich diese Bedürftigkeiten aufgelöst. Also es ist jetzt nicht mehr da, die Bedürftigkeit von jemand anderem geliebt zu werden, die Bedürftigkeit Erfolg zu haben, die Bedürftigkeit Wertschätzung zu haben, sondern das habe ich alles in mir drin und das war mir in diesem Moment so glasklar. Das war das größte Geschenk, das ich da mit erhalten habe. Ja, und das schafft einfach Leichtigkeit und Freiheit. Würdest du das als einen Prozess beschreiben, bis du so weit warst? Oder war das so dieser eine Moment, diese Erleuchtung, wenn man so will, oder was auch immer? Oder hast du da schon auch konsequent dich dorthin bewegt? Also ich denke mal, bewusst habe ich mich da nicht konsequent hinbewegt, aber da gibt es doch wohl eine Instanz, die uns dahin bewegt. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch genau da, wo er jetzt steht, in der perfekten Situation steht, weil wir werden geführt. Und jeder bekommt genau solche Momente für sich dann, wenn es passt. Ja, und das war einfach da passend, wahrscheinlich. Okay. Du hast es vorhin schon mal angedeutet, wenn man die Diskussionen manchmal so verfolgt, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, da streiten kleine Kinder, wer die größte Schaufel im Sandkasten hat. Schulmediziner verurteilen was nicht empirisch nachweisbar ist, als Humbug. Und die Vertreter alternativer Ansätze sehen in der Schulmedizin und der Pharmaindustrie ganz besonders das Reich des Bösen. Und was denkst du, warum ist das so schwer, zum Wohle der Menschen ganzheitlich zu denken und sich eben einen offenen Geist zu bewahren, ohne dass man jetzt gleich jeder wilden Theorie hinterherrennen muss, aber so mal zu sagen, okay, hier scheint es Ergebnisse zu geben, auch wenn man die jetzt nicht messen kann direkt, ne? Naja, ich glaube ganz einfach, dass das an, wenn man so sagen will, an unserem Ego liegt, dass jeder Recht haben will, dass jeder eben Erfolg haben will, dass jeder noch mehr aus dem System herausziehen will. Und dahinter stecken dann wieder diese Sachen, was ich vorhin gesagt habe, ne, dass ich klein fühle, dass ich nicht geliebt fühle, wenn ich das nicht schaffe. Also die Versagensangst. Jeder will irgendwie noch mehr und noch besser sein. Und keiner gibt zu, hey, vielleicht der andere eine gute Ansicht, könnte ich doch auch mal benutzen. Oder sagt, okay, wenn ich schon die Schulmedizin da ist und dem einen wird sie helfen, dann könnten wir die mit einbeziehen und könnten uns gegenseitig unterstützen. Also ich glaube, da liegt noch sehr viel in diesem, ja, Angst zu verlieren. Ganz einfach. Angst zu verlieren. Angst, das Ansehen zu verlieren. Ja, Angst, vielleicht auch mal einen Fehler einzugestehen. Klar, es ist für einen Arzt ein schmaler Grat, wenn er sich auf diesen Weg begibt, dass er sagt, okay, er öffnet sich auch für alternative Methoden, je nachdem, wie weit diese gehen. Spätestens wenn sie in den Bereich Spiritualität reingeht, tun sich viele Kollegen dann auf jeden Fall schwer damit. Aber umgekehrt sind diese Vorbehalte ja auch, da ist ja auch viel Verbohrtes dabei, wenn man sagt, okay, alle Ärzte wollen nur an dir verdienen und die Pharmaindustrie will dich nur abhängig machen und was auch immer. Das sind so unflexible Gesichtspunkte, die letztendlich einen wirklichen Fortschritt verhindern. Ne? Ja.
Aber ich glaube, wir können, also was ich jetzt gemerkt habe, auch durch meine Geschichte, was ich jetzt doch an Bewusstsein, selbst bei meinem Arzt, der ja Chefarzt ist und der in Heidelberg an der Uni unterrichtet, was sich doch an Türen jetzt aufgetan hat dadurch, was in meinem Werdegang während der Krankheit geschehen ist, weil es für ihn eigentlich ja auch sehr nicht oder nicht erklärbar gewesen war, das Ganze, ja. Und so hat er sich jetzt doch auch schon, er war schon bei Lesungen dabei, geoutet, um zu sagen, okay, es wird vielleicht doch jetzt Zeit für die Schulmediziner einfach mal von dem hohen Ross runterzusteigen und auf andere Sachen mal mit aufzunehmen. Und das fand ich eben sehr, sehr schön. Klar, wir wollen ja auch nicht verschweigen, dass es solche Fortschritte gibt. Rüdiger Dahlke ist ein Beispiel, der aus der Schulmedizin kommt, jetzt auch in anderen Bereichen sich bewegt und auch andere Mediziner ausbildet in diesen Erweiterungen zu alternativen Vorgehensweisen. Also es tut sich was in dem Bereich. Aber wie gesagt, auch die andere Seite muss sich auch mal ein bisschen bewegen und die denkt eben nur, die alternativen Seiten ließen sich alleine beherrschen. Und das mache ich jetzt gerade, das Ja. erlebe ich gerade durch mein Buch. Also das hat ja den Titel Einmal Chemo mit Esprit, bitte, dass Ja. ich bei dem Alternativen auf Widerstand stoße. Sobald sie dieses Wort Chemo lesen, wird es sofort in die Schublade gesteckt. Und das ist wirklich faszinierend, weil eigentlich die, wo man denkt, hey, die möchten doch den Menschen unterstützen, sie sind jetzt weniger bereit, auf dieses Thema einzusteigen als die Schulmedizin. Ich war jetzt neulich in Praxen, in onkologische Praxen hier bei uns in der Gegend und ich war so überrascht, dass diese Frau, sie hat zwei onkologische Praxen, sie kennt Brandon Bay, sie kennt Byron Katie, sie hat die Seminare besucht und ist so dankbar für so ein Buch, eben diese Brücke, weil sie sagt, wenn die Menschen das eher erkennen würden, dann würden wir diese Sachen nicht brauchen. Aber sie ist genauso hier. Jetzt kann sich da eine fragen, ja, wieso macht sie das? Weil eben die Menschen, genauso wie ich, auf diese Hilfe oder auf dieses Helferlein zurückgegriffen habe, weil wir ja wie hypnotisiert eigentlich sind durch die Medien, dass man jetzt da Chemo machen muss. Und wenn ich jetzt daran noch glaube, dass mir eine Chemo hilft, warum soll ich sie da nicht nehmen? Warum? Ja, also ich kann nur von meiner Seite aus sagen, ich hatte keine Nebenwirkungen. Das ist auch noch das Faszinierende. Vielleicht waren es die Pilze, vielleicht war es die Ernährung, vielleicht war es die Meditation, wer weiß es schon. Aber ich muss das Ganze, was ich vorher geglaubt hatte, dass es so ist, revidieren. Und ich glaube, dass wir würden viel mehr Menschen damit helfen, wenn wir ihnen weniger damit Angst machen würden. Ja. Erlebt man leider in vielen Bereichen. Ich hatte mich auch mal mit Attila Hildmann kurz unterhalten, der ja für die Verbreitung veganer Ernährung dann ja letztendlich mehr erreicht hat, was die Verbreitung angeht, als viele Veganer sonst vorher. Und das sagt aber auch, die größten Feinde sind eigentlich nicht die Fleischesser, sondern die Veganer, die sagen, okay, der macht das aus den falschen Gründen. Weil er am Kommerz interessiert ist. Oder? Okay, man muss nicht alles verstehen. Okay, bleiben wir bei deiner Geschichte. Du hast deinen Krebs auch visualisiert. Er ist dir bei Meditation, so hast du es beschrieben, als Wesen und später auch als Mensch erschienen. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches da zitiere. Hatte den Namen Aaron. War das für dich so ein wichtiger Schritt, um etwas ansonsten eher Abstraktes und Ungreifbares wie so eine Krankheit ein Stück weit ja, greifbarer im Umgang zu machen? Also wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, wir sind geführt. Ich habe das Ganze ja nicht bewusst gemacht. Das kam dann in der Meditation. Also wir haben dann eben den Krebs eingeladen, ganz bewusst in meine Herzenskammer. Und dann kam dieses Bild eben, wie so schön im Buch beschrieben ist, erst als so ein Geschöpf, so ein düsteres Geschöpf. Und als ich mich dann mit ihm unterhalten habe, wieso und weshalb sich dann verwandelt hat in wirklich eine schöne Gestalt, in einen schönen jungen Mann, der eher das Leben repräsentiert hat als den Tod. Und es war für mich nach dieser Meditation auf jeden Fall ein großes, ja, eine Erleichterung, oder ich habe das Ganze doch anders sehen können. Ich habe dann gewusst, okay, da ist jemand, der mich ja eigentlich auf den Weg bringen möchte, der mich unterstützt, jetzt
vielleicht tiefer zu schauen, mehr hinzuspüren, achtsamer zu sein mit mir selbst. Und er hat gesagt, er ist da, solange es nötig ist, und dann würde er wieder gehen. Und es war für mich so dieses, ja, danke, dass du da bist. Hat dir das geholfen, das Ganze auch ein bisschen ja, zu verstehen oder dich damit auseinanderzusetzen, mit so einer Vorstellung, als wenn es rein abstrakt irgendwas ist, was man sich eben nicht wirklich vorstellen kann? Ja, also wie gesagt, es war durch diese Personifizierung, war da jetzt nichts mehr Böses irgendwie in meinem Körper, was ich jetzt ergreifen kann, irgendwas Unheimliches, sondern da war eben, das war wie so ein Gegenüber. Also es war jetzt nichts Unkontrollierbares für mich mehr, sondern da war eine Wesenheit, die sich vorgestellt hat, die ja mehr oder weniger die Hilfe angeboten hat, gemeinsam einen Weg zu gehen, damit ich in die Freude, in das Leben, in die Authentizität, in die Liebe komme. Und das war ja einfach ein Dankeschön. Okay, wo so eine Krankheit genau herkommt, kann man wahrscheinlich nicht unbedingt direkt ableiten, aber hast du sowas wie Ursachenforschung betrieben, also was den Krebs ausgelöst haben könnte, oder hast du nur nach vorne geschaut? Also in erster Linie wusste ich, woher schon dieser Auslöser kam. Also ich hatte ein sehr emotionales, bewegtes Jahr davor. Das Ganze habe ich dann auch mit Rainer Körner ja besprochen über das biologische Heilwissen. Das biologische Heilwissen kannte ich damals noch nicht, als ich die Diagnose bekam. Ich bin dann erst ein Jahr später darauf gestoßen. Das sind die Grundlagen von Dr. Hamer. Und ich muss gestehen, dass alles wirklich 1:1 passt, nachdem wir diesen Fall durchgegangen sind. Also die Ursachenforschung, wir können davon ausgehen, dass nichts ohne einen Konflikt entsteht und dass der Körper immer in einer biologischen Sinnhaftigkeit arbeitet. Also er wird nichts Unüberlegtes tun, nichts irgendwas, was außer Kontrolle geraten könnte. Körper ist immer dazu da, um zu überleben. Wenn wir natürlich unseren Konflikt nicht lösen, dann wird er immer in diesem Notprogramm bleiben und versuchen, das aufrechtzuerhalten. Und dieses Notprogramm, wenn es zu viel wird, alles, was zu viel ist, kann natürlich dann auch mal in die Hose gehen, gell? Das gibt's überall, ja, zu viel und zu wenig, klar. Hattest du den Konflikt dann vorher schon gelöst oder danach, also nach Feststellung der Krankheit? Ich hatte den Konflikt schon vorher gelöst und im Nachhinein war auch klar, dass ich mich schon in der Heilungsphase befand. Wenn ich das jetzt vorher gewusst hätte, bevor diese ganze schulmedizinische Reise begonnen hat, dann hätte ich vielleicht auch anders reagiert. Deswegen ist es auch mein Anliegen, so viel wie möglich an Wissen jetzt unter die Menschen zu bringen, weil vieles ist wirklich dann gar nicht mehr notwendig. Es gibt Situationen, in denen man sagen kann, ja, mach das jetzt, weil der Tumor jetzt gut auf eine Chemo reagiert und vielleicht irgendwo sitzt, wo er bedrohlich sein könnte. Aber in vielen Fällen gehen wir oft zum Arzt dann, wenn wir schon in der Heilungsphase sind. Und mein Konflikt war zu der Zeit also schon gelöst. Also es war nichts mehr da, was noch an Konfliktmaterial gewesen wäre. Wobei wir fairerweise jetzt hinzufügen müssen, dass wir das, ob das gleiche Ergebnis erzielt worden wäre, ist dann Spekulation, weil es eben nicht der Weg war. Ne? Ich möchte es nur hinzufügen, weil es immer. Gott sei Dank, ich sage das auch immer wieder, weil sie mich fragen, ja, und hättest du das dann anders gemacht? Möglich, dass ich es anders gemacht hätte. Ich kann das auch schlecht sagen. Und ich bin auch froh, weil sonst wäre dieses Buch nicht entstanden. Sonst wäre dieser Brückenschlag nicht entstanden. Und genau das ist es ja, wo ich auch die Menschen hinführen will, dass es weder was Gutes noch was Schlechtes gibt, sondern es ist beides da. Und es darf beides da sein, gleichgültig, was andere Menschen sagen. Es hat beides die Berechtigung. Es ist weder gut noch schlecht. Das machen wir nur mit unseren Gedanken. Wir geben die Bewertung auf das, was da ist und niemand anderes selbst. Ja. Okay, du hattest einen guten Arzt, einen Schulmediziner, der die Behandlung begleitet hat. Du hast aber auch die rein fachliche Seite bei einer anderen Ärztin kennengelernt.
Was denkst du, welche Rolle spielt der Arzt und dessen Umgang und Kommunikation während und bei der Behandlung letztendlich? Also ich denke da selbst zurück, vor vielen Jahren ist mein Vater an Krebs gestorben und ich durfte das dann schon in jungen Jahren erleben, wie kalt und fachlich nüchtern Ärzte mit Kranken und vor allem auch mit deren Angehörigen umgehen können. Kann das deiner Meinung eine entscheidende Rolle oder zumindest eine tragende Rolle spielen bei der Verbesserung oder eben bei der Verschlechterung der Heilungschancen? Unbedingt, unbedingt. Also die Macht der Sprache, das ist so ein Werk, so ein kraftvolles Werkzeug, was die Menschen wieder in neue Konflikte bringen kann. Also wenn ich jetzt zu dir sage, ja, du hast Krebs und du lebst noch ein Jahr. Ja, was passiert in dem Moment? Entsteht ein neuer Konflikt, Todesangstkonflikt. Ja, ich hatte vielleicht vorher einen Trennungskonflikt, jetzt habe ich gleichzeitig noch einen Todesangstkonflikt, also passiert wieder was in meinem Körper. Ja, was man dann ansagen kann, ich hatte so eine Lungenmetastase oder sonst irgendwas. Ich hatte die Erfahrung gemacht, ja, mit einer Ärztin, die meine Leber untersucht hatte und dann wirklich ganz erschrocken mir mitteilte, dass was mit meiner Leber nicht in Ordnung ist. Ihre Leber, oh Gott, ihre Leber, da passt nicht, die ist nicht in Ordnung, nein. Dann hat sie sich abgewandt, dann hat sie sich wieder zu mir hingedreht, ja, hat man sie nicht aufgeklärt. Also ich war so schockiert, ich war so sprachlos, ich hatte schon überventiliert halb und dann hat sie sich wieder abgedreht und nochmal zu mich hingewendet und mich so bedürftig angeschaut, haben Sie Kinder? Und dann habe ich genickt und habe gesagt, ja, zwei. Und dann ist sie nur kopfschüttelnd weggelaufen. Also für mich war das mein Todesurteil in diesem Moment. Es ist eigentlich nicht zum Lachen, aber das ist schon so skurril, dass es... Ich glaube, ich weiß es nicht, ich möchte jetzt auch diese Frau gar nicht verurteilen, nein, nein, sondern sie ist wahrscheinlich selber so schockiert gewesen, um Gottes Willen, diese junge Frau und lala. Und jetzt, ja, sie hat ihre Angst, das, was sie selber in sich getragen hat, hat sie jetzt nach außen projiziert. Und ich war da natürlich absolut in diesem Tod. Also für mich war klar, jetzt bist du tot. Ja, und dann war es aber gleichzeitig so, 10 Minuten später nach dieser Untersuchung hat mich eben mein Teddyarzt, so wie ich ihn im Buch beschreibe, dann wieder aufgefangen. Ja, also mit ganz einfachen Worten. Er hat nur gefragt, vor was ich mich am meisten fürchte. Und ich habe dann gesagt, ja, ich fürchte mich zum Sterben. Und dann hat er gefragt, ob ich denn so eine Situation schon mal hatte. Und dann habe ich nachgedacht und dann kam mir wirklich eine Situation in den Sinn, wo ich sowas schon mal erlebt hatte, habe ihm das erzählt und dann schaut er mich an und lächelt und sagt, sehen Sie, und jetzt sind 35 Jahre vergangen und Sie leben immer noch. Und das war nur dieser Satz. Jetzt sind 35 Jahre vergangen, Sie leben immer noch. Dieser eine Satz und ich dachte, ja, stimmt. Und es ging wieder weiter, also ich konnte wieder atmen. Es war dieses, stimmt, was war, warum mache ich mir jetzt Gedanken? Oder ja, und das ist der Unterschied. Also von Worten, von Gestik, von der Sprache, von der Ausdruck, was ihm selber gar nicht so bewusst war. Erst als er mein Buch gelesen hatte, wurde ihm dessen bewusst, was sie mit den Patienten machen können anhand von der Sprache. Er hat halt die Gabe, er sagt das selber, ich habe nie bewusst jetzt darauf geachtet, dass ich jetzt so spreche. Ja, er hat in meiner Gegenwart auch nie von Metastasen gesprochen, er hat immer von Veränderungen gesprochen, was es ja letztendlich sind. Ja, und das ist das, was er zum Beispiel jetzt auch weitergibt, wenn er war schon auf Lesungen dabei, wo er dann sagt, er möchte gerne, dass, wenn Ärzte dazuhören, dass ihr euch überdenkt, wie sprecht ihr mit dem Patienten, was nehmt ihr für Worte in den Mund? Wäre vielleicht noch ein gutes Semester für das Medizinstudium. Klar, weil letztendlich lenkt der Arzt auch ein Stück weit den Blickwinkel seiner Patienten und kann ihn dann, so wie du es beschreibst, entweder in die Krise stürzen oder auch wieder herausholen und Mut machen. Das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Trotz allem gibt es bei so einem Weg Höhen und Tiefen natürlich, wie du es gerade auch beschrieben hast, gibt Rückschläge, mentale Tiefs, wo man dann durch außen oder eben auch durch innen mal reinrutschen kann. Wie bist du grundsätzlich mit solchen, mit diesen Schwankungen umgegangen? Also ich hatte ja
zum Glück meine Freundin, die mit mir den Klangschalen gearbeitet hat, und wir haben fast täglich eigentlich so meditiert. Und wenn so Angstphasen kamen, hat sie mich da auch wieder aufgefangen. Das, was ich erfahren und lernen durfte in dieser Zeit, was wirklich sehr unterstützend ist, in diese Gefühle einzutauchen. Also wenn so eine Angst kommt, in die Angst gehen. Ich habe gemerkt, dass wir immer wieder versuchen, also ich spreche jetzt wirklich mal von uns Menschen, sobald ein unangenehmes Gefühl kommt, dass wir versuchen, uns abzulenken, dass wir zum Kühlschrank laufen, dass wir irgend vielleicht im Garten gehen, was Unkraut zupfen wollen oder also irgendwas machen wollen, um ja von diesem Gefühl ja wegzugehen. Und meine Erfahrung ist die, sobald ich mich in dieses Gefühl hineinbegebe, was auch Mut kostet, ja, also in diese Angst einzutauchen, wirklich mal in die tiefsten Tiefen hinabzusteigen, das zuzulassen, das zu fühlen, das da sein zu lassen, mit was für einer Leichtigkeit dann auch so eine Angst sich von ganz alleine wieder wegbewegt. Und dann ist es aber wie so ein Gelöstsein innerlich. Also ich, sonst früher war es so, auch wenn ein unangenehmes Gefühl kam oder eine Angst, dass ich dann, wie gesagt, mich abgelenkt habe, und das ist so ein Draufdeckeln. Es wird immer mehr hineingedrückt, hineingepresst. Und ich beschreibe es immer am besten so, wir haben zwei Kinder. Das eine Kind ist die Freude und das andere Kind ist die Traurigkeit. Ja? Und wir wollen ja immer nur die Freude sehen am besten und keine Traurigkeit. Und wenn ich jetzt meine Aufmerksamkeit nur auf die Freude richte und die Traurigkeit dort stehen lasse, was passiert dann mit der Traurigkeit? Sie wird noch trauriger oder sie zupft noch mehr am Rockzipfel. Sie will einfach nur gesehen werden, angenommen sein. Und das ist nichts anderes. Und so habe ich das über die Zeit erkannt. Alle Gefühle, die kommen, ob das Schmerz ist, Traurigkeit, Angst, die wir gar nicht sehen wollen, da sein zu lassen, weil sie sind auch ein Teil von uns. Und es ist dann so schön, also mittlerweile, wenn ich merke, oh, jetzt kommt irgend so ein Gefühl, das schafft mir jetzt ein bisschen Unbehagen, dann weiß ich, jetzt, Tiana, ist Zeit hinzuschauen. Jetzt, Tiana, nimmst du dir wirklich diese Minuten, es dauert ja nicht so lange, um da reinzugehen, das da sein zu lassen. Und da muss ich gar nicht hinterfragen, ja, warum bin ich jetzt traurig? Ja, warum ist jetzt so? Sondern wirklich nur dieses Annehmen und dieses Dasein für dieses Gefühl. Und dann darf es auch wieder gehen. Das war mein Weg. Ist ja so eine Illusion, dass man denkt, Glück wäre ein permanenter Zustand oder wäre, es gäbe nur diese Hochs und ohne diese Tiefs und was auch immer, oder eben ohne traurige Phasen. Aber das geht nun mal nicht, ne? Das gehört genauso zum Leben, wie du es schon sagst. Und genauso gut kann man es dann auch annehmen, ne? Genau. Wieso soll denn die Traurigkeit nicht auch Freude sein? Also das ist ja jetzt, das ist das Nächste, weil wenn ich jetzt zum Beispiel keine Traurigkeit fühlen könnte, könnte ich keine Freude spüren. Es geht ja gar nicht. Wie soll das funktionieren? Ja. Also kann auch eine Traurigkeit in dem Moment, wo ich, wie ich das gesagt habe vorhin, wenn ich da reingehe, kann auch zu Freude werden, wenn ich sie dann annehme und schaue mir die Traurigkeit an. Und dann kann darin wirklich was ganz Schönes entstehen. Ja, den Umgang dazu oder der Umgang damit ist letztendlich der Schlüssel dazu, ne? Okay, du hast deine Erfahrungen und Erlebnisse auch in dem Buch, du hast vorhin schon erwähnt, einmal Chemo mit Esprit bitte festgehalten. Kannst du uns mit ein paar Sätzen beschreiben, was den Leser dort erwartet, außer dem, was wir natürlich schon angesprochen haben und was er oder sie vielleicht daraus lernen kann? Ja, also das, was ich bereits erzählt habe, in diese Gefühle einzutauchen, aus dem Drama auszusteigen, das wird hier sehr ersichtlich. Das ist auch mein Wunsch, dass die Menschen nicht die Verbindung sehen, Krebs und Leid, sondern es kann auch eine Verbindung Krebs und Glück sein. Das ist das, was drin steht. Es steht auch der Weg über die Chemotherapie, wie ich die erfahren habe, drin. Und ganz am Schluss steht auch noch was, was mein Teddybär-Arzt, wie ich ihn immer so schön beschreibe, er hat ein Statement abgegeben, wie er die ganze Sicht der Dinge gesehen hatte in der Zeit. Und das ist auch sehr spannend. Schön. Dann am besten
das Buch bestellen und mal reinlesen. Genau, weil es geht nicht nur, also es ist nicht nur das Thema Krebs, was hier im Vordergrund stehen soll, sondern es geht wirklich darum, das Leben, wie sehe ich das Leben, wo bin ich im Moment, stehe ich in meiner Authentizität oder tue ich Dinge, die mir eigentlich gar keinen Spaß machen. Also das ist jetzt auch was, was in dem Buch drin steht, zu erkennen, dass egal, ob es jetzt Krebs ist oder ein Unfall oder eine Insolvenz oder eine Trennung, das sind alles letztendlich die gleichen Dinge, nur mit einer anderen Verpackung. Also es sind Sachen, kleine Geschenke oder große Geschenke, die wir uns anschauen können und aufmachen können und darin uns, ja, uns selbst finden, um in die eigene Schöpferkraft zu kommen. Ja. Ja. Ich finde das vor allem immer spannend, wenn man diese Einblicke erhalten kann von jemandem, der das tatsächlich alles auch durchlebt hat und auch tatsächlich selbst bedroht war von der entsprechenden Krankheit oder von betroffen war von Unfällen oder was auch immer, als jemand, der nur theoretische Tipps dazu geben kann, wie es gehen könnte oder wie man damit tatsächlich umgehen könnte. Gut, deshalb klare Empfehlung, bestellen Sie sich das Buch. Darüber hinaus bietest du ja auch an, andere Menschen zu beraten. Deshalb zum Abschluss noch die Frage für alle, die ein ähnliches Schicksal teilen und eine entsprechende Diagnose bekommen haben. Was empfiehlst du? Was sind die wichtigsten Schritte, Vorgehensweise, um damit umzugehen? Also in erster Linie ist es, die Situation so anzunehmen, wie sie ist, auch wenn sie es noch so hart oder schwer anfühlt. Aber letzten Endes bleibt nichts anderes übrig. Ich zitiere da einfach mal den Eckhart Tolle. Jede Situation ist, wie sie ist, immer. Mhm. Kannst du sie annehmen. Und in dieser Annahme, aus dieser Annahme heraus, wenn ich wirklich sage, ja, es ist so, so oder so, wenn ich mir das selber sage, ein definitives Ja, daraus kann sich vieles anders entwickeln. Offen zu sein, was gibt mir das Leben in diesem Moment? Es da nicht wegzuschieben, zu sagen, ah, das bringt ja jetzt sowieso nichts, sondern das Leben schenkt einem mal genau das, was für dich speziell gut ist. Weil für mich mag jetzt dieser Weg gut gewesen sein und für dich ist jetzt aber ein ganz anderer Weg maßgebend. Ja, aber das Leben wird dich nicht aufgeben, wenn du offen, wachsam bist, wenn du hinspürst, wenn du wirklich mal dich herausnimmst aus diesem Hamsterrad, in dem wir uns ja meistens befinden, und die ganze Sache mal entspannt und mit aller Ruhe, mit allem sein zu lassen, wie es jetzt gerade ist. Sehr guter Ratschlag, Dankeschön. Wobei annehmen nochmal zur Verfeinerung nicht heißt, dass man sich tatenlos in sein Schicksal ergibt, sondern einfach die Situation annimmt, ne, die jetzt eben ist. Genau, also aus dem, was ich vorhin gesagt habe, aus dem Annehmen entstehen Situationen im Außen, die aber auch darauf hinweisen, in das Tun zu kommen. Also jetzt bei mir ist zum Beispiel auch so, dass ich seit dieser Zeit mehr oder weniger gelernt habe, mehr auf die Impulse zu achten, die da von innen kommen und dann auch die umzusetzen. Auch wenn es sich vielleicht noch so verrückt anhört oder wenn du sagst, ach nee, das mache ich jetzt lieber doch nicht, weil das und das und das dahinter steht. Ne? Also wirklich in die Tat zu gehen, das ist ganz, ganz wichtig, das Tun. Weil sich einfach nur hinsetzen und sagen, ja, ich nehme jetzt mal die Situation an, okay, so funktioniert das Ganze natürlich nicht. Also wie gesagt, ich habe ja auch meine Ernährung umgestellt, ich bin ja trotzdem auch spazieren gelaufen, ich habe meditiert jeden Tag. Also ich habe ja auch getan, ich habe ja nie einfach hingesetzt. Ja, also schon dann in das rege Tun kommen. Okay. wo können die Menschen, die jetzt neugierig geworden sind, noch ein bisschen mehr über dich, dein Buch, deine Angebote erfahren? Naja, über meine Website www.dianagrünberg.de. Ich bin auch auf Facebook zu finden. Ich schreibe regelmäßig Blogs, die vielleicht den einen oder anderen Hinweis geben können oder mal so ein Gedanke, aha, könnte ja auch möglich sein. Ja, ansonsten über Telefon, man findet mich überall, über E-Mail, bin ich erreichbar. Omnipräsent. Ja. Und Sie können auch gerne schreiben, wenn Sie Fragen haben, Betroffene oder Angehörige von Betroffenen, weil das ist ja auch oft so, dass die Angehörigen da sehr
manchmal vielleicht sogar mehr leiden. Also so war es zum Beispiel bei mir, dass mein Mann mehr gelitten hat als ich. Ja, man ist zumindest auch mal mit teilweise überfordert mit der Situation, weil es eben was ist, was man vorher oft so aus seinem Leben eher ferngehalten hat, ne? Und dann ist direkt vor der Nase passiert, wenn es einen selber betrifft oder jemand, den man entsprechend liebt, ne? Genau. Also deswegen auch Betroffene sind herzlich eingeladen, da mal zu schreiben oder zu schauen. Gut, dann bleibt mir zum Ende noch ein herzliches Dankeschön. Dankeschön für dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und für die vielen Tipps und Anregungen. Und wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei allem, was du so vorhast in der Zukunft. Und alles Gute. Dankeschön. Ich danke dir von Herzen, dass ich dieses Interview mit dir machen durfte, damit natürlich diese Botschaft weit in die Welt kommt. Sehr gerne. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder bei einem der nächsten Interviews, Blickpunkte oder Tagesinspirationen. Bis dahin auch Ihnen alles Gute. Ciao. So, das war's mit diesem Beitrag. Wenn er Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Und selbstverständlich sind wir auch interessiert an Ihrer Meinung zum Thema. Nutzen Sie dafür die Kommentare unterhalb dieses Videos. Um kein weiteres Video zu verpassen, nutzen Sie die Option, unseren Kanal zu abonnieren. Und zwar hier durch Klicken dieses Buttons. Ansonsten finden Sie auf der anderen Seite jede Menge Möglichkeiten, weitere Videos anzuschauen. Ich freue mich, wenn wir uns dort wiedersehen. Bis dahin alles Gute, Ihr Gerd Ziegler.